So, hallo und willkommen zu einer Folge World of Tanks. Ich habe mir gesagt, ich zeige jetzt hier auch mal ein Replay von mir, damit ich nicht, der Carsten nicht der Einzige der ist, der hier World of Tanks zeigen kann. Ja, ich habe mich mal versucht, also ich bin lang nicht so, hab lang nicht so ein hohes Tier, ich bin auch lang nicht so professionell. Aber ich habe ein ganz gutes Match gehabt und das wollte ich jetzt einfach mal zeigen. Ich bin hier gefahren mit einem T28. Carsten ist, sieht man da gelb ab und zu. Direkt vor mir jetzt. Der fährt mit einem M83 Lee, M38, 38. Ich weiß nicht so genau. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen Amateur. Wir haben davon profitiert, dass das Team ziemlich zerberstet hat. Wir waren auch in einem Vierer-Matchup, das heißt, wir sind das höchste Level und ist dann relativ einfach für uns. Ja. Wir haben uns jetzt mal hier hinten hinter dem Haus versteckt. Ich gehe. Oh, da hätte ich ihn fast gerammt. Haben gehofft, dass wir hier jeweils was treffen. Das Problem war, der ist jetzt schon gleich tot, sofort, wie man gesehen hat. Der andere stirbt jetzt auch gleich und den hier kann ich nicht treffen, soweit ich weiß. Ja, weil der sofort schon wieder hinterm Berg verschwunden ist, genau. So, jetzt haben wir hier mal abgewartet. Ich habe mich so in einem Winkel positioniert, weil mir Carsten gesagt hat, dass wenn man in der Seite, wenn man dann in diesem Winkel getroffen wird, mal in 70% der Fällen oder so. Oder 100% der Fälle, keine Ahnung, egal, was soll dann angeblich den Schaden dodgen können, wenn man so sich schräg hinstellt. Probiere ich mal aus in nächster Zeit, ob das so funktioniert. Jetzt habe ich den ein bisschen gerusht. Weil ich Kills haben wollte. Ich sehe hier, ich treffe nichts. Hier sehe ich ihn auch nicht. Schon alles vorbei. Schade. Nicht also weitergefahren. Hab mir den hier angeguckt. Und bam. Ein Hit. Der zweite Hit. Und tschüss. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ja, jetzt versuchen wir hier noch ein bisschen Reste zu ficken, wie man so schön sagt. Gucken, ich glaube, ich kann ihn absnacken. Jo, hab ihn abgesnackt. Zweiter Kill. Carsten und ich haben jetzt beide zwei Kills, was wir hier in diesem Moment gedacht haben. Beziehungsweise ich mache gleich meinen dritten Kill. Und dann war das Ziel eigentlich, dass wir beide drei Kills bekommen, weil wenn zwei, drei Kills kriegen, dann kriegt man Abzeichen Waffenbrüder oder sowas. So, das war der dritte Kill. Jetzt wollte Carsten den letzten holen oder einen von den letzten beiden. Und jetzt sind wir einfach sinnlos, was heißt sinnlos, mehr oder weniger halt versucht, straight auf die Gegner zuzugehen. Hier hat Carsten sich geärgert, weil er ihn nicht bekommen hat. Versuchen hier jetzt den letzten Mann zu suchen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesem T28. Ich finde den ganz guten Panzer. Versuche jetzt so langsam auf den KV-1, den 5er Panzer zu kommen. Und habe gleichzeitig noch bei den Deutschen einen Hetzer, einen Panzerjäger. Der KT28 hier ist ein Medium-Tank. Wie gesagt, viel Ahnung habe ich von dem Spiel nicht. Ich versuche da besser zu werden. Ich gelobe Besserung. Und ja, genau, was ich hier in dem Moment, glaube ich, ich glaube, ich habe sogar in diesem Moment gefragt, was das Blaue bedeutet. Also links sieht man bei den Namen, dass ein Panzer bei uns blau angezeigt wird. Das hat den Hintergrund, dass der, das hat mir dann Carsten erklärt, entweder ein verbündeter Panzer schwer beschädigt hat oder abgeschossen hat. Und dann wird man blau angezeigt. Und dann kann man, soweit ich weiß, kann man den Panzer töten, ohne dafür irgendwelche Abzüge be bekommen, zu bekommen. Hat den Hintergrund eben, dass man Leute, die trollt oder die, keine Ahnung, für Absicht Scheiße spielen, dass man die eben abschießen darf und aus dem Spiel nehmen darf. Habe ich den noch bekommen? Jo.
Das war mein vierter Kill. Und das war's zu dem Replay. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.